In den Klonkriegen nutzten die Separatisten ja bekanntlich viele verschiedene Kampfdruiden. Doch welcher dieser Kampfdruiden war eigentlich der beste in der riesigen Armee der KOS? Genau das werden wir uns heute in diesem Video anschauen. Hierbei werden wir uns allerdings nur die Droiden ansehen, die als Infanterie eingestuft werden können. Also nicht so welche wie die Octoptara-Droiden oder die Vulture-Droiden. Genauer gesagt werden wir uns vier Kampfdruiden anschauen. Den B3 Ultra-Kampfdruiden, den CB3 Cortosis-Druiden, den Druidica und den BX-Kommando-Druiden. Und dann schauen, wer von diesen Vieren der ultimative Kampfdruide auf dem Schlachtfeld ist. Lasst uns mal mit dem B3 Ultra-Kampfdruiden starten. Dieser wurde erst während den Klonkriegen entwickelt. Denn die Separatisten merkten, dass ihre B2 Superkampfdruiden zwar eine riesige Verbesserung zu ihren B1 Klappergestellen waren, doch dass diese gegen Jedi selbst in großen Gruppen den kürzeren zogen. Also suchten die Separatisten nach einer Verbesserung ihrer Kampfdruiden. So konnten die B3 Ultra-Kampfdruiden entstehen. Diese sollten die ultimative Tötungsmaschine sein, die selbst Jedi überlisten konnten. Mit ihrer Größe von 4 Metern waren sie definitiv riesiger als jeder andere Droide, den wir uns heute ansehen werden. Aber auch ihre Bewaffnung war ihrem Nutzen durchaus angepasst. In ihnen waren zwei einziehbare Schnellfeuerblaster verbaut, sowie eine Plasmakanone, ein Raketenwerfer und, zur Bekämpfung von Jedi besonders wichtig, ein Flammenwerfer. Vor allem den Flammenwerfer konnten die B3 Ultrakampfdroiden exzellent gegen die Jedi einsetzen. Denn die Flammen aus diesen konnten nicht mit einem Lichtschwert abgewehrt werden. Natürlich hatten Jedi auch Mittel und Wege, Flammen mit der Macht aufzuhalten. Doch das war wesentlich schwieriger, als Blasterbolzen mit dem Lichtschwert umzulenken. Und sogar fast unmöglich, wenn man von mehreren Flammenwerfern aus mehreren Winkeln angegriffen wurde. Zu diesen vielen Waffen kam noch ein Dichtegenerator, der den Droiden massiver machte und ihn so vor dem Umfallen schützen konnte. Mit dieser Ausstattung konnten die B3 Ultrakampfdruiden aber natürlich nicht nur gegen Jedi kämpfen. All ihre Waffen, aber auch ihre physische Stärke half ihnen dabei, auch mit Klonen und anderen Gegnern gut fertig zu werden. Als nächstes in der Reihe haben wir die CB3 Cortosis-Druiden. Von außen sehen diese den B2 Superkampfdruiden sehr ähnlich. Sie haben aber auch in ihrer Funktion eine große Ähnlichkeit mit den B3 Ultrakampfdruiden. Denn auch diese CB3 Cortosis-Druiden wurden als Jedi-Killer designt. Bewaffnet waren diese mit zwei sehr starken Doppelblasterkanonen, die ihnen anstatt Hände angebracht worden waren. Damit waren sie leicht stärker bewaffnet als die normalen B2 Superkampfdruiden. Doch ihre wirkliche Stärke lag nicht in der Angriffskraft, sondern in ihrer Panzerung. Denn wie ihr Name schon sagt, waren sie mit Cortosis überzogen. Dies ist eine Legierung, die lichtschwertresistent ist. Ihre Legierung sorgte dafür, dass ein Lichtschwert, was sie traf, einen Kurzschuss bekam und somit sich für eine kurze Zeit ausschaltete. Ein Jedi, der darauf nicht vorbereitet war, konnte dann relativ leicht von einem CB3 ausgeschaltet werden. Von einem Lichtschwert konnten diese Droiden damit nur durch einen geraden Schlag auf den Kopf getötet werden, da sich dort eine Schnittstelle befand, die leichter zu zerstören war. Aber auch gegen Blasterbolzen gab ihnen ihre Cortosis-Legierung größeren Schutz, als es eine normale Panzerung der B2 Superkampfdruiden getan hätte. Allerdings nicht so einen Riesenschutz wie gegen Lichtschwerter. Also konnten diese auch recht effektiv gegen Klontruppen eingesetzt werden. Der nächste Druide, den wir uns anschauen, ist der Druidica oder auch Zerstörer-Druide. Diese 1,83 Meter großen Druiden konnten sich in zwei Modi fortbewegen. Zum einen als Ball eingerollt zur schnellen Fortbewegung und zum anderen ausgeklappt auf drei Beinen. Das gab ihnen große Flexibilität, da sie sowohl sehr schnell, wie aber auch langsam und präzise sein konnten. Diese Flexibilität kam dafür aber auch im Tausch mit einer gewissen Instabilität auf den Beinen. In ausgeklappter Form konnten diese Droiden ihre beiden Zwillingsblasterkanonen nutzen, um absolute Verwüstung anzurichten. Gleichzeitig erlaubte ihnen diese Form auch ihren Schildgenerator zu nutzen, der viel Schaden von ihnen abwenden konnte. Angetrieben wurden diese Schilde von einem Fusionsgenerator, der sonst in Raumschiffen verwendet wurde, was einem die ungefähre Stärke der Schilde vor Augen führen kann.
Die Schilde konnten dabei nicht nur gegen Blasterbolzen, sondern auch gegen Lichtschwerter sowie Explosionen schützen. Dadurch waren sie sowohl bei Soldaten der Großen Armee der Republik, wie auch bei Jedi gefürchtete Gegner. Der letzte Droide, den wir uns heute anschauen, ist der 1,91 Meter große Kommandodroide der BX-Klasse. Vom Aussehen her war dieser den Standard B1 Kampfdroiden auf den ersten Blick gar nicht so unähnlich. Doch sowohl sein Äußeres wie auch sein Inneres unterschieden ihn deutlich von diesen Klappergestellen. Zum einen besaßen sie eine etwas verbesserte Programmierung, was sie nicht vollkommen dämlich machte. Dazu waren sie aber auch noch mit einem Infiltrationsprogramm ausgestattet, welches ihnen Fähigkeiten gab, auch eher unkonventionelle Taktiken zu nutzen. Ihre recht menschliche Statur verhalf ihnen dabei, sich manchmal in Rüstungen als Menschen auszugeben und so einige ihrer Gegner zu hintergehen. Ihr Körper war zudem direkt auf zwei Arten unterschiedlich zu den Körpern der B1-Kampfdroiden. Denn zum einen waren sie wesentlich besser gepanzert und konnten so den ein oder anderen Schuss aus einem Blaster wegstecken. Dazu waren sie aber auch noch mit besseren Gelenken ausgestattet, wodurch sie sich schneller und wendiger bewegen konnten als die meisten anderen Kampfdroiden der Separatisten. Ihre Bewaffnung bestand aus einem E5 Blastergewehr, einem Vibroschwert, Thermaldetonatoren und manchmal aus einem tragbaren Schild. Dieser Schild erlaubte es den Droiden dann noch einmal mehr Schaden einzustecken. Und damit kennt ihr die vier Kampfdroiden der Separatisten, die hier alle heute um den ersten Platz kämpfen. Und ich muss sagen, hier abzuwägen, welcher dieser vier Droiden der stärkste ist, ist wirklich schwierig. Alle haben definitiv ihre Vorteile und können in gewissen Situationen trumpfen. Da dieses Video allerdings langweilig wäre, wenn das Ende wäre, werde ich mich für das folgende Ranking entscheiden. Der CB3 Kortosis-Droide schafft es leider nur auf den vierten Platz. Würde es hier nur um die Effektivität gegen Jedi gehen, würde ich ihn vielleicht sogar auf Platz 2 oder Platz 1 setzen. Aber hier geht es ja um den stärksten Kampfdroiden der Separatisten im Allgemeinen. Und so sehr der CB3 auch gegen Jedi trumpft, hat er gegen normale Truppen nicht so große Vorteile wie die anderen Droiden, die hier gegen ihn antreten. Klar, der CB3 kann etwas mehr einstecken als normale B2 Superkampfdroiden und hat auch etwas stärkere Waffen. Das war's dann aber auch schon. Wirklich überaus effektiv ist dieser Droide nur gegen Jedi, weshalb er für mich nur auf den vierten Platz kommt. Eine ähnliche Inselbegabung wie die des CB3 besitzen auch die BX-Kommandodroiden. Während die CB3 sehr gut gegen Jedi sind, können die BX beim Infiltrieren herausragende Ergebnisse erzielen. In allen anderen Bereichen einer Schlacht sind sie zwar besser als andere Standard-Droiden der Separatisten, aber alles in allem nicht so herausragend wie die nächsten beiden Droiden auf dieser Liste. Also auch hier wieder, in dem Job, für den die BX-Droiden designt wurden, sind sie überaus gut, was sie allerdings nicht zu einem perfekten Allrounder macht. Deswegen liegen diese für mich nur auf dem dritten Platz. Und bei den letzten beiden Plätzen wird es besonders schwierig. Denn sowohl der Droidica wie auch der B3 Ultra-Kampfdroide waren sehr gute Kampfdroiden in so ziemlich allen Bereichen. Klar, der B3 wurde dafür entwickelt, um Jedi besiegen zu können. Seine starke Panzerung, seine Größe und seine überaus tödliche Bewaffnung sorgten aber auch dafür, dass er auch gut mit anderen Gegnern zurechtkam. Gleichzeitig wissen wir von den Droidikas, dass diese es alleine mit ganzen Squads von Gegnern aufnehmen konnten, aber auch Jedi in Angst und Schrecken versetzten. Trotzdem würde ich die Droidikas hier nur auf den zweiten Platz packen. Denn sie sind zwar auch noch sehr flink, doch dabei auch sehr verwundbar. Und ihre beiden Zwillingsblaster können große Verwüstung anrichten, keine Frage. Sind jedoch eher Kinderspielzeug, wenn man sie mit der Bewaffnung der B3 Ultrakampfdroiden vergleicht. Diese können mit ihren Flammenwerfern auf Nahdistanz sowohl Jedi wie auch anderen Truppen gefährlich werden, mit ihren Raketenwerfern auch leicht gepanzerte Fahrzeuge hochjagen und mit ihrer anderen Bewaffnung weiteren Gegnern gleichzeitig schaden. Sie haben zwar nicht das schützende Schild der Droidikas, sind dafür aber exzellent gepanzert und können auch so einigem Beschuss standhalten. Deswegen kommen für mich die Droidikas auf den zweiten und die B3 Ultrakampfdroiden auf den ersten Platz. Aber was sagt ihr? Haltet ihr mein Ranking für plausibel? Oder seht ihr das ganz anders? Haut es unten in die Kommentare. Und kommen wir damit zur heutigen Frage aus der Community. Heute stammt sie von Vake1234 und lautet: Was waren die reichsten Planeten, die nicht im Kern sind?
Generell kann man im Star Wars-Universum sagen, dass die Bewohner und Planeten durchschnittlich immer reicher wurden, je näher man dem Kern kam, und somit immer ärmer, je weiter man vom Kern wegging. Doch da gab es natürlich auch einige Ausnahmen. Eine dieser Ausnahmen war der Planet Moonilinst im Outer Rim. Dieser war die Heimat des intergalaktischen Bankenclans und war sowohl reich an Ressourcen wie auch an Credits. Ebenfalls im Outer Rim, allerdings an einem anderen Fleck dort beheimatet, war Nalhutta, die Heimatwelt der Hutten. Da die Hutten ziemlich einflussreiche Wesen waren, war auch dieser Planet sehr, sehr reich. Auch wenn dieser Reichtum sehr oft nicht durch legale Mittel erbracht worden war. Auch im Outer Rim befand sich Eriadu. Da diese Welt an einer wichtigen Handelsroute lag, war sie eines der größten Handelszentren im Outer Rim, wodurch sich auch hier einiges an Reichtum angesammelt hatte. Und im Outer Rim gab es auch noch Mandalore, die Heimatwelt der Mandalorianer. Aufgrund der großen Kampfkraft dieses Volkes konnte sich Mandalore eine gewisse Reputation sichern und viele Jobs im Söldnersektor erlangen, wodurch auch Mandalore definitiv nicht zu den ärmsten Regionen gehörte. Diese Planeten waren natürlich nicht die einzigen mit Einfluss und Reichtum außerhalb des Kerns und der Kolonien, aber wohl die prominentesten. Ich hoffe, ich konnte deine Frage damit beantworten. Wenn ihr mir jetzt selber eine Frage stellen wollt, haut sie mit dem Hashtag FragSWB hier unten in die Kommentare. Lasst mir doch ein Like und ein Abo da, wenn euch das Video gefallen hat. Und wenn ihr jetzt noch wissen wollt, warum ich glaube, dass die Droidenarmee der Separatisten genial war, schaut mal hier in das Video rein. Damit wünsche ich euch noch einen schönen Tag und möge die Macht mit euch sein.